Dietmar Heckel, mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Riebe Anlagentechnik und habe das Thema heute ausgewählt, um letztendlich diese Punkte, wo wir eigentlich heute den ganzen Tag schon soweit gehört haben und ganz, ganz viele Aspekte mitbekommen haben, ist es bei uns oder bei mir so, all diesen Blumenstrauß letztendlich umzusetzen und diese Themen in die Anlagen einfach reinzubringen, um letztendlich einen Benefit beim Kunden draußen zu erzielen. Hier geht es insbesondere um Baukastenthemen, Baukastenprinzipien, Assistenzsysteme, Digitalisierungssysteme, um letztendlich solche Kosteneinsparungen zu erzielen. Vorab vielleicht darf ich Ihnen sagen, es lohnt sich tatsächlich, bis zum Schluss hier zu bleiben, weil das Spannendste kommt zum Schluss. Okay? Nehmen Sie mich beim Wort. Okay. Gut. Ich gehe kurz auf Riebe mit ein, zur Industrie 4.0, ein paar Sätze mit dazu, dann zu den intelligenten Baukasten und Assistenzsystemen, als auch zu Use-Case-Beispiele und aus meiner Sicht Erfolgsfaktoren, aber auch Ausblick, Fazit, was man unbedingt mit beachten sollte, also Best Practices. Die Firma Riebe ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Wir sind 1911 mit gegründet worden, erzielen roundabout über die ganze Gruppe 200 Millionen Euro an Umsatz, haben 1400 Mitarbeiter, haben 10 Standorte. Und wir beschäftigen uns im operativen Bereich mit der größten Einheit um den Antriebsstrang, um die Versorgung von den Antriebsstrangen. Das heißt, da geht es um Bauteile, Spezialschrauben, da geht es um Verbindungselemente, da geht es um Baugruppenherstellung. In dem Bereich der technischen Federn geht es um unterschiedlichste Federn, insbesondere für die Branchen der Medizintechnik, Automotive-Bereich, aber auch andere Branchen, Elektromotoren, da geht es um die ganze Bahnthematik, da geht es um Hochspannungsarmaturen, da geht es um Freileitungen. Und zur Anlagentechnik werde ich jetzt gleich dementsprechend mit eingehen. Wir haben 2015 ein neues Gebäude, ein neues Werk soweit gebaut, waren früher als Profitcenter tätig und seit 2013 eine eigene GmbH. Unser Know-how liegt vor allem in dieser Expertise hier, das heißt in den Kernprozessen von uns, die wir uns selber erarbeitet haben, entwickelt haben. Und das liegt letztendlich darin, dass wir unseren Kunden mit dieser Expertise auch entsprechend beraten wollen und gleich bei der Projektauslegung die richtige Richtung zusammen mit dem Kunden erarbeiten können. Zudem Themen wie die Automatisierungstechnik, die Steuerungstechnik, die Robotertechnik, die Fertigung, die sich in den letzten 10 Jahren Eminenz verändert hat, das heißt von der typischen CNC-Fertigung, 3-Achs-Bearbeitung, 5-Achs-Bearbeitung, 6-Achs-Bearbeitung, setzen wir seit knapp 5 Jahren unseren 3D-Druck soweit mit ein. Da musste die komplette Konstruktion, die komplette Entwicklung dementsprechend mit verändert werden. Sie wissen es, was alles dazugehört. Dann der ganze Montageprozess im Betriebnahmetest, als auch der Test im Haus, als auch beim Kunden soweit mit draußen. Und insofern verändert sich natürlich auch der ganze Service, der sich dementsprechend komplett verändert. Da komme ich dann näher nochmal mit drauf ein. Wir sind in folgenden, ich glaube, jetzt bin ich eine zu weit gegangen. Hier soll das bleiben. Genau, Entschuldigung. Wir sind in den Branchen im Automotive-Bereich, vor allem tätig im Maschinenbau, als auch in der Logistik, in der Verpackung, soweit in der Automatisierung, aber auch im Medizinbereich. In den Prozessen der Montage, im Heißnietbereich, Einpressen, Blechfügetechnikbereich, Automatisierung, Robotertechnik,
aber auch ganz spannende Themen und Tendenz ansteigend aus unserer Sicht soweit sind die Corporate-Operationen. Ja. Wir sehen hier die einzelnen Montageanlagen, die wir hauptsächlich zur Fertigung vom Exterieur als auch Interieurbauteilen für die Automobilindustrie zum Einsatz bringen. Anwendungsgebiete sind hier der Stoßfänger vorne hinten, Seitenschwelle, die Mittelkonsole, der Kühlerschutzgitter, E-Tafel, Türmontage und so weiter mit den verschiedenen Montageaufgaben, Montageleistungen, die wir hier mit haben. Oder wo wir hier Bauteile miteinander verbinden, zuführen, positionieren, fügen, prüfen oder verpacken soweit. Im Bereich der Blechfügetechnik sind wir als Systemlieferant tätig. Das heißt, wir verantworten, wir stellen die Verbindung beim Kunden, die Befestigung einfach mit fest. Diese Verbindung setzt sich aus zwei Dingen zusammen. Das ist zum einen die Herstellung von Element. Element kann sein Mutter, Bolzen, Dickblechmutter, wie auch immer, als auch unsere Anlage. Und beides bringt dann letztendlich die Verbindung beim Kunden mit raus. Das heißt, mit dieser Applikation setzen wir die Operation im Karosseriebau dementsprechend mit ein. Die ganzen Anlagen sind angereichert von gewissen Futures von Industrie 4.0 Anlagen. Das sind für uns typische fahrerlose FDS-Systeme. Das sind flexible Montageanlagen. Das hat man heute Morgen bereits gehört. Im Servicebereich Augmented Reality oder der 3D-Druck, verschiedene Assistenzsysteme, da komme ich gleich noch mit dazu. Aber auch Dinge, die unwahrscheinlich spannend sind, wie so Griff in die Kiste Punkte oder die End-of-Line-Prüfung. Zum Service vielleicht. Wir sind zwischenzeitlich ja, europaweit, weltweit mit vertreten. Das heißt, wenn unser Kunde nach China oder Mexiko geht, dann geht letztendlich unsere Anlage mit. Und dort ist eine Inbetriebnahme erforderlich, dort ist ein Service dementsprechend mit erforderlich. Das heißt, da haben wir verschiedene Servicekonzepte. Wir haben zwischenzeitlich Partner, die Aufgaben vor Ort dementsprechend mit lösen. Das Besondere dabei ist, die wirklich auf den Qualifikationsstatus zu bringen und auch dementsprechend zu halten. Das ist letztendlich der große Level, die große Schwierigkeit mit dabei. I4.0, Baukasten, Module, Robotik, Assistenz, Digitalisierungsthemen und so weiter. Bevor ich vielleicht zu dem Thema komme, möchte ich vielleicht noch auf die Motivation eingehen, warum wir solche Technologien, also wir wie auch Sie und Marktbegleiter und so weiter einsetzen wollen müssen beziehungsweise vorantreiben wollen. Ich denke, keine neue Folie für Sie. Wo befinden wir uns nach wie vor in einem riesen Veränderungsprozess? Gerade das Thema im Automobilbereich, wo wir unwahrscheinlich mit unserem Strukturwandel beschäftigt sind. Ja. Das heißt, Veränderungen sind klar erkennbar. Veränderungen sind erkennbar im Produktionsumfeld. Das heißt, wir haben Riesenthemen, was Qualitätsdruck anbelangt, was Zeitdruck anbelangt, aber nach wie vor was Kostendruck mit anbelangt. Und deshalb sind natürlich auch weitere Veränderungen, Change notwendig. Zweitens hat es uns gezeigt, die Pandemie hat es uns gezeigt, wie schnell sich eigentlich Arbeitsplätze verändern können, verschieben können, digital. Auch werden diese Veränderungen am Arbeitsmarkt immer deutlicher. Der demografische Wandel ist zwischenzeitlich angekommen und ich glaube, jeder stellt fest, gerade im mittleren Qualifikationsbereich wird die Dichte immer dünner. Und letztendlich, auch gerade das spannende Thema in den Challenge of the Beer, die Datensicherheit ist natürlich ein Thema nach wie vor und gerade die Datensicherheit lässt natürlich noch ganz, ganz viele Fragen offen, wie gehen wir letztendlich mit unseren Daten mit um.
Das Ganze sind natürlich Herausforderungen, die wir dementsprechend mit annehmen wollen. Vielleicht um einfach zwei, drei mitzunennen. Es geht um das Thema, die Generierung von Standards anzunehmen, die Standards in den Prozessen, in den Abläufen. Auch ergänzend zu heute Morgen, es macht überhaupt keinen Sinn, in marode, in verkorkste Prozesse, die nicht stabil genug sind, irgendwo einen Rucksack aufzupacken, egal was es ist. Macht überhaupt keinen Sinn. Sondern das ist letztendlich die Basis, das muss letztendlich mitpassen. Aber auch das Thema verbesserte Leistungsmöglichkeit in Form vorbeugenden Instandhaltung, das Zusatznutzen beim Kunden zu erzeugen. Genau diese Bedürfnisse, die sind letztendlich mitentscheidend. Und natürlich das ganze Thema Kommunikation, Datennutzung, datenbasierte Kommunikation, das sind Punkte, auf die wir dementsprechend mit eingehen sollen. Wie erreichen wir das Ganze? Zum einen Automatisierung, auch im Laufe des Tages. Es gibt verschiedene Unterschiedlichkeiten, welche Automatisierung dass ich dementsprechend mit auswähle. Es macht keinen Sinn, x Roboter irgendwo einzustellen, komplexe Systeme aufzubauen. Wir brauchen smarte Projekte, smarte Themen. Wir brauchen Assistenzsysteme, gerade wenn man sich den Qualifikationsgrad unserer Mitarbeiter ein Stück weit mit anschauen. Diese echtzeitfähige Kommunikation, auch das Thema Voraussetzungen, Internetverbindungen und so weiter. Transparentes Kompetenzmanagement, Wissensdatenbanken, das sind letztendlich die Themen, wo wir eingehen. Aber vor allem brauchen wir den Menschen. Und bei all diesen Möglichkeiten und Streben, wo wir weiterhin unterwegs sind, technologiegetrieben, technikgetrieben, muss der Mensch weiterhin im Mittelpunkt letztendlich mit stehen bleiben. Und insofern sollten die Mitarbeiter von Beginn in die einzelnen Prozesse mit eingebunden werden, gemeinsam an den Lösungen zu arbeiten, um letztendlich auch hinterher die einzelnen Projekte mit zu verantworten. Zusammengefasst sind aus meiner Sicht vier Themen absolut ausschlaggebend. Das Thema Lean Management, eine hohe Prozessorientierung und eine hohe Nachhaltigkeit einfach zu bringen. Das Thema Industrie 4.0 und wie gerade schon gesagt, das Thema ja, Führung 4.0. Denn bei all der Technik und Technologie neigen wir doch den Faktor Menschen immer mehr zu vergessen. Im Übrigen glaube ich, persönlich war Führung noch nie so herausfordernd wie derzeit. Führung für die Führungskraft ist aus meiner Sicht so herausfordernd wie vielleicht noch nie. Warum? Ich denke, der 17-, 18-Jährige, der hat den Anspruch, das iPhone dementsprechend letztendlich tagtäglich zu benutzen, am ganzen Arbeitsalltag zu nutzen. Im mittleren Alter hat ganz andere Aspekte. Der ja, Ü50, Ü60 sieht vier verschiedene Dinge ganz anders. Und das Ganze müssen Sie, diese ganzen Anforderungen, diesen Führungsanspruch, muss die Führungskraft irgendwo auch gerecht werden. Und das erfordert aus meiner Sicht unwahrscheinlich viel, ganz, ganz viel Arbeit. Stichwort Baukastensystem. Schritt für Schritt zu den intelligenten Systemen. Erster Schritt vielleicht, einfach zu überlegen, wo drückt beim Kunden draußen der Schuh? Wo ist Bedarf? Zweites Thema. Was muss das System tatsächlich können? Also was muss es tatsächlich können? Nicht overdrived, overengineered, sondern was muss es tatsächlich kennen, weil das wird der Kunde am Tagesende ja auch nicht bezahlen wollen. Und vor allem auch, was darf es und was darf es nicht tun? Dritte Überlegung, einfach zu überlegen, Mensch, können wir das eigentlich aus eigener Kraft stemmen? Was sind die geeigneten Partner heutzutage?
Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das Thema Netzwerk, die geeigneten Button an der Seite zu haben, um letztendlich für diese Thematik eine Lösung zu finden. Stichwort ist, sind vielleicht auch gewisse Hochschulen, wo man auch gewisse Themen zusammenarbeiten kann. Das heißt, mit kleinen Schritten beginnen, um letztendlich ans Ziel zu kommen, und entscheidend auch wiederum, es ist nicht genug nach dem Motto zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, sondern man muss es auch tun. T-U-N, tun. Use Case, ganz einfaches Beispiel, damit möchte ich beginnen. Das sind typische Montageanlagen hier. Und wir haben oft die Besonderheit, dass die einzelnen Kunden mit ihren Themen eine eigene Lösung wünschen wollen. Ja, gerade im Sondermaschinenbau. Und somit haben wir versucht, Anlagen mit standardisierten Baukastenprinzip zu generieren, um Potenziale bei der Herstellung zu haben. Das haben wir geschafft über Untergestelle standardisiert, Bauteilaufnahmen standardisiert, Oberaufbau und so weiter. Das heißt, mit einfachen Anlagen zu komplexen Anlagen, hier sehen Sie zum Beispiel solche Haspel-Anlagen, wo komplette Produktionen, Montagen verändert wurden und umgestellt wurden auf solche Anlagen. Solche Anlagen bieten eine weitere weiteren Vorteil noch, das heißt, die Hülle kann immer bleiben, nur das Innenleben, sprich die Bauteilaufnahmen werden verändert. Somit haben wir auch ein Thema, was Ressourcen schont und die Umweltaspekte genauso mit beinhalten. Das gleiche hier bei den Rundtaktanlagen vom Prinzip her, das ganze Baukastensystem soweit mit aufgebaut, von den einfachen zu den komplexen Systemen bis zu den einzelnen High-Need-Anlagen. Hier sehen Sie zum Beispiel so ein gemeinsames Entwicklungsprojekt mit den Kunden. Da gibt es hier für Innentüren und Innenbauteile, wo letztendlich gewisse Kunststoffdome verschmelzt werden. Und durch dieses flexible und agile Maschinenkonzept werden letztendlich die Projektkosten, die Anschaffungsprojektkosten, konnten wir hier um 50% reduzieren. Zudem gleiche Thematik, Wiederverwendung der Grundanlagen. Es müssen nur die Werkzeuge dementsprechend mit ausgetauscht werden. Und die Rüstzeiten konnten mit diesem digitalisierten Rüstsystem um 80% reduziert werden. Wir haben einen kleinen Film soweit mit vorbereitet, die Bauteilbearbeitung, glaube ich. Wir sehen hier, wie der Werker die einzelnen Bauteile mit anlegt, anschließt, soweit die Anlage verschließt sich, Werkzeug fährt runter, presst und verschmelzt die einzelnen Tome soweit. Auf der unteren Seite findet parallel die Prüfung mit statt. Hier werden Lichtleiter auf die Homogenität mit geprüft. Hier noch der Etikettenlevel dementsprechend mit drauf. Und so werden die einzelnen Bauteile mit vermessen. Der Werkzeugwechsel vielleicht, wenn wir aufs digitale Rüsten noch kurz einen Blick machen, was letztendlich die Anschaffungskosten auch so reduziert hat. Wir haben hier ein Plug-and-Play-System. Das Werkzeug wird ausgekoppelt von den ganzen Versorgungsleitungen, sei es elektrisch, sei es pneumatisch, wird hier über Portalsysteme in ein separates Werkzeugwechselsystem, in ein Werkzeugregal mit reingestellt. Hier sehen Sie die verschiedenen Werkzeuge, wo die unterschiedlichen Derivate mit unterwegs sind. Wird hier wieder eingelegt, automatisch mit eingelegt, und es können somit ganz unterschiedliche, flexible Montagearten mit durchgeführt werden. Das gleiche mit so einem Projekt hier, Robby-Projekt, wo wir hier Kühlerschutzgitter vom Audi e-tron soweit zum einen ausfräsen, beziehungsweise wo der Kennzeichenträger mit angeflanscht wird. Oder verschiedene Konzepte, wo zum einen der Robby, das sieht man auch in den Filmen hier, wo der Robby dementsprechend arbeitet, wenn der Mensch auf der anderen Seite dementsprechend Bauteile einlegt. Das heißt, auf der Frontseite werden hier gewisse Bauteile
auf 3D-Druckbauteile dementsprechend aufgesteckt. Auf der hinteren Seite arbeitet der Robby, in dem Fall ein ABB, parallel und macht letztendlich die einzelnen Montagetätigkeiten als auch gewisse Prüftätigkeiten. Und ich spreche hier von Teilautomatisierung, Vollautomatisierung, je nach Anwendungsfall. Letzte Einheit soweit dazu, vielleicht auch einen kleinen Filmausschnitt, die Cobot-Projekte, wo der Mensch mit dem Projekt, mit dem Roboter zusammenarbeitet. Das heißt, hier wird auf der einen Seite zwei Montageplätze. Der eine Montageplatz wird durch den Roboter dementsprechend bearbeitet, auf der anderen Seite durch den Werker. Das heißt, zum einen bestückt er hier die einzelnen Türen hier. Der Montageprozess, ein Teilprozess wird noch manuell durchgeführt, den er zwischenzeitlich auch automatisiert hat. Hier sprechen wir auch mit Innentürenbereich sind es hier. Er macht hier die Vormontage und ist jetzt auf dem anderen Arbeitsplatz der Bediener. Und der Robby nimmt letztendlich hier die Aufgabe, es werden hier so Klipse automatisch zugeführt, bestückt, positioniert und eingeklipst und dann auch auf vorhanden, nicht vorhanden dementsprechend mit geprüft. Das sind intelligente Lösungen, wo der Endkunde einen eminenten Benefit dementsprechend mit hat, weil er einen anderen Durchsatz dementsprechend mit hat, erreicht eine andere Qualität und ja, macht einfach Spaß auch mit den UR-Roboter, wo er in den letzten Jahren hinsichtlich der Arbeitssicherheit die Barrieren einfach intelligent mitgelöst werden. Dann kommen wir noch zu den Assistenzsystemen. Ich habe hier einfach mal so einen digitalen Montagetisch mit aufgezeigt. Das heißt, ausgestattet vielleicht mit unterschiedlichen Werkzeugen wie einer Gestensteuerung, einer Bilderkennung, Handschuhscanner dabei mit drin, scannen vielleicht jegliche Codearten, Plug-and-Play-Systeme und so weiter. So kann ich das dementsprechend individuell ausstatten und das Ganze könnte dann spielerisch so mit aussehen. Der Arbeitsplatz 4.0 kann im Bereich der Montage als interaktive Montageanleitung eingesetzt werden. Der Mitarbeiter erhält nach seiner Anmeldung die Informationen der einzelnen Schritte auf Touchscreen oder Arbeitsfläche dargestellt. Für einen flüssigen Arbeitsablauf legt bzw. montiert der Mitarbeiter die Bauteile auf den dafür vorgesehenen Stellen. Der Arbeitsplatz erkennt die Arbeiten und kontrolliert diese auf Richtigkeit. Bei Fehlern erhält der Mitarbeiter einen audiovisuellen Hinweis und erst, wenn er den Fehler behoben hat, kann die Montage fortgesetzt werden. Parallel zur Qualitätskontrolle dokumentiert das System im Hintergrund jeden einzelnen Arbeitsschritt, sodass eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Also auch hier. Mit gewissen Assistenzsystemen kann man sich unwahrscheinlich weiterhelfen. Farbgebung, Thema videogesteuerte Montage, intelligente Werkerführung, Pick-to-Light-Systeme in den unterschiedlichsten Formen. Handschuhscanner hatten wir gerade schon besprochen, gerade im Kommissionierbereich, im Lagebereich soweit. Aber auch gewisse Beispiele, was smarte Montage ausmacht, ja, smarter Prozess. End-of-Line-Prüfungen, Big-and-Play-Aufgaben soweit, als auch den kompletten Prozess, FDS, die Mensch-Roboter-Kollaborationen, eine Dokumentation dahinter, Assistenzsysteme, Montageunterstützung, je nach Projekt, je nach Kundenanforderung. Mit die letzte Folie von mir, Stichwort der Service nochmal, wie ich es eingehend auch bereits erwähnt habe. Das heißt, hier ist ein unwahrscheinlicher Veränderungsprozess zu spüren. Das heißt, ganz, ganz viele sehen das Ganze als Zukunft, als Wachstumsmarkt zwischenzeitlich. Und 3, 4 Beispiele vielleicht. Wir haben die Erfahrung, Stichwort Augmented Reality, dass der Maschinenbediener vor Ort, egal in welchem Land, egal in welcher Herkunft, Sprache, die Anlagen einfach
einstellen kann, umrüsten kann. Die Heißnet-Anlage, die Sie gesehen haben, die wird in Mexiko aufgestellt, ja, aber nicht durch Servicetechniker von uns, sondern vor Ort. Und beheben einfach die Störungen. Größere Themen, größere Störungen kann dann unter Zuhilfenahme eines Experten mitgetätigt werden. Zweitens, Tablets ermöglicht einen wirklich schnellen Zugriff auf Informationen, Zeichnungen, Stücklisten, wird in der Montage so klasse eingesetzt. Big Data, hier halte ich Informationen über Logarithmen, Auswertungen, geeignete Statistiken, um letztendlich den Anlagenausfall im Vorfeld mit kennenzulernen. Und das Thema Apps kennen Sie, digitale Ersatzteilkataloge, Stücklisten auf die Anlagen soweit mit bezogen. Was gilt zu beachten? Ich glaube, grundsätzlich gilt, dass eine diffuse, unstrukturierte und nicht standardisierte Prozesslandschaft in einem Unternehmen durch Digitalisierung nicht besser wird, sondern eher schlechter und komplexer und letztendlich komplizierter wird. Lean Industrie 4.0, das heißt den Einsatz neuer technologischer Möglichkeiten als logische Fortsetzung des Strebens nach der Schlangenfabrik. Das heißt zuerst robuste, schlanke Prozesse schaffen, die Hausaufgaben machen und dann dies mit den einzelnen i4.0 Themen, wie man immer auch das bezeichnet, einsetzen. Es muss eine klare Vision geben. Da muss jemand dahinter stehen. Aus meiner Sicht muss das ganze Thema von oben nach unten gelebt werden, ähnlich wie die Arbeitssicherheit. Wenn das Unternehmen nicht haben, ist es eher schwierig. Und die Technik ist aus meiner Sicht das Leichtere einzuführen, aber die richtige Herausforderung steht, den Mitarbeiter mitzunehmen, damit die Mitarbeiter richtig Bock haben, das Ding auch umzusetzen. Und somit glaube ich einmal, der Mensch nach wie vor im Mittelpunkt. Die Digitalisierung betrifft uns alle. Wir brauchen eine Differenzierung. Es gibt nicht irgendwo zu klein oder zu groß oder zu zaghaft, sondern einfach tun. Und nur wer brennt, der kann auch dementsprechend mit zünden. Also insofern gibt es keinen Grund, Automatisierungslösungen und der Digitalisierung nicht beginnen zu wollen. Wir können Sie auch dabei helfen. Und jetzt, sagen wir mal, das Beste zum Schluss, der es hoffentlich noch nicht kennt. Playing Jazz. Playing Jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, Tannenlerke at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Sånn, så skal vi sette en til. Ah, ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Sing on the floor. Open the door! Open the door! Open the door! Error. Hey, you with a rock? Huh? Open the door. Open the door! Open the door! Higher. Higher volume. Higher. Yeah. Also trotz den besten Digitalisierungsansätzen kann dennoch was schiefgehen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, der Heckler hält, was er verspricht. Das Beste kommt zum Schluss. Ich fand übrigens Arbeitsplatz 4.0 eine richtig coole Sache, noch nie gesehen. So. Gibt es Fragen an den Herrn Heckler?